Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Hi, bevor das eigentliche Video hier losgeht, melde ich mich hier nochmal kurz so zwischendurch, so ganz komisch. Ja, wir stehen auf diesem Kanal ganz knapp vor den 2000 Abonnentinnen. Also ich bin richtig, richtig aufgeregt. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert gerne diesen Kanal, damit wir die 2000 und diesen Meilenstein bald erreichen. Ja, und ich habe mir gedacht, als kleines Abonnenten-Special, wenn wir die 2000 erreichen, als kleines Special, machen wir ein Q&A, also ein Frage- und Antwort-Video. Und dafür brauche ich natürlich auch eure Fragen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an mich privat habt, einfach so irgendwas, dann schreibt das gerne in die Kommentare und dann baue ich das vielleicht ein in das Abonnenten-Special. Und wenn ihr die Fragen nicht persönlich irgendwie stellen wollt, wenn ihr das lieber anonym machen wollt, dann habe ich euch auch einen Telonym-Link in die Beschreibung gepackt. Dann könnt ihr einfach da anonym eure Fragen stellen und ja, dann weiß keiner, wer die Frage gestellt hat. Genau, also ich freue mich und jetzt geht's weiter mit dem richtigen Video. Ich laber gar nicht groß herum, ihr wisst, was ansteht, ihr habt es im Titel gelesen. Ich habe bei Rebuy bestellt und ein Paket mit Büchern ist gerade eben bei mir angekommen. Es ist wirklich gerade mal eine halbe Stunde her und ich bin wirklich unfassbar gespannt. Erstens, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, was für Bücher ich wirklich bestellt habe. Denn es hat jetzt echt lange gedauert. Es war Ostern dazwischen und es ist schon echt was her, dass ich bestellt habe. Also es sind ein paar Feiertage gewesen und so. Deshalb hat es jetzt, glaube ich, über eine Woche gedauert. Ich glaube, fast zwei Wochen. Und jetzt ist das Paket endlich da. Ich kann es endlich auspacken. Ich freue mich schon. Und zweitens bin ich gespannt, weil es nicht so super viele Bücher sind. Dafür die Bücher, die ich bestellt habe. Aber Bücher sind, auf die ich wirklich richtig Lust habe. Und auf die ich auch schon lange warte und ja, die auch teilweise ein bisschen teuer gewesen sind. Also teuer für Rebuy-Verhältnisse natürlich, also immer noch günstiger als neuwertig, aber ja, halt schon ein bisschen teurer. Und deshalb probiere ich jetzt hier mal irgendwie dieses Paket aufzumachen. Und ich glaube, man muss es hier an der Seite machen und es klebt aber doch ganz schön fest. Das war mal ein scheiß Paket, ich habe es echt nicht richtig aufgekriegt, jetzt ist es aber auf. Ich zeige euch mal hier, was ihr so sehen könnt. Ich sehe noch nichts. Ich gehe jetzt mal ganz blind daran, ihr wisst also schon mehr als ich. Ich fühle schon ein Buch mit ganz vielen Lesebrillen. Ah! Das ist hier nochmal, okay, ist nochmal so ein extra Papier. Und dann holen wir mal das erste Buch raus. Ist das nochmal irgendwo fest? Wieso geht das nicht raus? So, jetzt. City of Ashes. Chroniken der Unterwelt, Buch 2 von Cassandra Clare. Ja, wenn ihr meinen Monatsrückblick letzte Woche gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich im März den ersten Band der Chroniken der Unterwelt gelesen habe und der mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Dieser ist hier eben der zweite Band, City of Ashes, in dieser neuen deutschen Ausgabe mit dem schönen Buchrücken. Und der hier sieht grandios gut aus. Der sieht aus wie neu, als wäre da nichts dran. Das Buch hat jetzt 7 Euro gekostet und neuwertig kostet es 10, also habe ich ungefähr 3 Euro gespart, was ja echt gut ist. Dafür, dass es halt, ja, es sieht halt echt aus wie neu. Also hier ist gar nichts dran, 3 Euro gespart. Ich will das Buch auf jeden Fall lesen, gekauft hätte ich es mir sowieso. Also habe ich noch gute 3 Euro gespart. In der Chroniken der Unterwelt-Reihe geht es um Clary und Clary findet heraus, dass es neben der normalen Welt halt eben auch noch ja quasi eine parallel oder gleichzeitig in unserer Welt existierenden Gesellschaft, Welt, wie auch immer gibt, und zwar die Schattenjäger. Und die Schattenjäger jagen halt eben Dämonen. Sie ja, gerät da irgendwie rein, weil ihre Mutter entführt wird und sie dann halt eben feststellt, dass sie eben diese Schattenjäger halt eben sehen kann. Ja, in Buch 2 geht die Geschichte irgendwie weiter. Mir wurde gesagt, ich soll nicht den Klappentext lesen, weil der wohl sehr viel spoilert. Also werde ich das nicht tun. City of Ashes, Cassandra Clare, Chronik der Unterwelt, Buch 2 sieht wahnsinnig gut aus und war auch seine 7 Euro auf jeden Fall wert. Auch wenn man natürlich das Buch natürlich auch bestimmt irgendwo günstiger bekommen hätte, zu einem schlechteren Zustand. Oha. Ich hab das hier gesehen, nur, und hier ist eine richtig fette Ecke drin. Das hier ist vollendet von Neil Schusterman, Der Aufstand, und Mann, oh Mann. Das Buch hat unfassbar fette Leserillen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube nicht, weil das immer so sehr spiegelt, aber das Buch, das hat jemand so umgeknickt. Also so muss das jemand. Guckt, was, seht ihr, was ich mit dem Buch machen kann? Das Buch wurde vergewaltigt. Also das ist... Das finde ich echt... Ah, da zieht sich mir alles zusammen, weil das Buch nämlich auch wirklich echt wieder teuer war. Das kostet neu 14 Euro und ich habe 10 Euro bezahlt. Das heißt 4 Euro gespart, wenn man das jetzt hier mal vergleicht. 3 Euro gespart, unfassbar toller Zustand. 4 Euro gespart. Na,
okayer Zustand. Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt Zustand gut oder sehr gut war. Ich glaube, es war gut. Es ist ein okayer Zustand. Ich würde das eigentlich nicht mehr unter gut listen, gerade auch mit der Ecke hier hinten drin. Ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich mag diese neue Ausgabe von Vollendet sehr, sehr gerne und möchte die eigentlich auch in dieser Ausgabe weiterlesen. Mal gucken, wie die anderen Bücher so in diesem Unpacking jetzt aussehen. Mit diesem Buch bin ich jetzt nicht so zufrieden. In der Vollendet-Reihe von Neil Schusterman geht es eben um ja, die Zukunft. Und in der Zukunft ja, ist es halt eben so, dass man Kinder oder Jugendliche komplett spenden kann. Man kann die ja, als komplette Organspende halt spenden und dann werden die auseinandergenommen und halt eben wiederverwertet quasi. Das kann man halt eben mit Waisenkindern machen oder mit Kindern oder mit Jugendlichen, die halt irgendwie ins Gefängnis müssen. Man kann das aber auch mit seinen ganz normalen eigenen Kindern machen. Und es geht dann halt eben um ein paar Jugendliche, die halt alle gespendet werden sollen und sich dem Ganzen dann aber halt eben entziehen, da entgegenstellen und ja, halt das so ein bisschen rebellieren. Und es ist eine vierteilige Reihe von Neil Schusterman. Der erste Band hat mich unfassbar überzeugt, war wirklich wahnsinnig gut, habe ich richtig geliebt und ich möchte eigentlich unbedingt dieses Jahr weiterlesen. Ja, ob das mit diesem Buch hier passiert oder vielleicht doch mit einem anderen, werden wir mal sehen, denn der Zustand ist halt echt nicht gut. Und bei einigen Büchern kann ich über sowas hinwegsehen, wenn der Zustand nicht gut ist, wenn sie mir nicht so wichtig sind. Aber bei diesen Büchern, da habe ich ja extra diese Ausgabe bestellt, weil ich die auch so schön finde. Und wenn ich ein Buch halt dann auch wegen der Optik haben möchte, dann ist es immer so ein bisschen schwierig, wenn da so krass viele Leserinnen drin sind. Gucken wir aber auf jeden Fall mal weiter. Was haben wir hier noch? Ich muss hier wieder irgendwelches Papier durchreißen. So, hier kommt, ach ja, hier kommt Love, Simon, jeder verdient eine große Liebe. Das hier ist nur drei Worte von Becky Albertalli oder Albertalli in der Filmausgabe. Und ich höre schon einige von euch hinter der Kamera schreien, was, eine Filmausgabe, wie kannst du nur? Ja, ich weiß, ich bin auch nicht so der Fan von Filmausgaben. Aber die nur drei Worte, die Originalausgabe, kostet halt einfach 10 Euro gebraucht immer noch, was ich überhaupt nicht einsehe zu bezahlen. Und die hat jetzt, glaube ich, nur 3 oder 2 Euro gekostet. Und das ist derselbe Inhalt, es ist jetzt halt einfach nur ein anderes Cover. Und oh, hier in der Mitte sind auch ein paar Fotos vom Film drin. Ja, okay, das finde ich jetzt nicht so geil. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Ja, es ist ja dasselbe Buch. Man muss sagen, dass der Einband auch wirklich hübsch ist, also das so in Rot. Mit einfach nur Love, Simon drauf, das gefällt mir gut. Da ist halt irgendwie nicht irgendwie ein Foto noch drauf oder so. Also das kann man durchaus akzeptieren. Das Buch ist auf jeden Fall gelesen worden. Es hat genau die Leserille da, wo die Fotos sind. Das merke ich auch, das habe ich mir schon gedacht, weil das halt auch dickeres Papier ist. Das ist da wahrscheinlich sehr anfällig für. Es hat eine Leserille, aber sonst sieht es sehr gut aus. Kein Vergleich zu dem Vollendet-Buch, da sind einfach viel krassere Leserillen drin. Und das hier Buch hat also 3 Euro gekostet. Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, das hat 3 Euro gekostet und das finde ich auch völlig in Ordnung. Da freue ich mich drauf, das werde ich wahrscheinlich im Juni lesen. Also ja, Love, Simon. Cool, ich freue mich. Ich fühle hier noch so rein und ich fühle bei beiden Büchern, die noch hier drin sind, krasse Leserillen. Ah, okay. Oh. Ich glaub's nicht. Okay, hier haben wir R.A. Salvatore, die Dunkelelfen. Ja, wenn ihr mein Wunschlistenvideo vor ein paar Wochen gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich unfassbar dringend dieses Buch hier haben möchte. Ich bin unfassbar auf der Suche nach diesem Buch, aber nicht nach diesem Buch, sondern nach dem Buch, aber in der neuen deutschen Ausgabe. Ich blende euch die hier mal ein. Und so ist das auch bei Rebuy gelistet, dieses Buch. Das ist jetzt ziemlich witzig, denn die Steffi hat mir erzählt, dass sie schon Bücher für mich zum Geburtstag bestellt hat. Ich habe in ein paar Monaten Geburtstag, sie hat auf jeden Fall jetzt schon Bücher bestellt und hat eben auch dieses Buch bestellt, weil sie weiß, dass das so schwer zu kriegen ist und dass ich das unbedingt haben möchte. Sie hat mir dann gesagt, dass sie das bestellt hat, aber eine andere Ausgabe bekommen hat, als die, die ich haben wollte. Und das ist bestimmt, ich bin mir sicher, dass es diese Ausgabe hier ist und dass ich jetzt hier das Buch in den Händen halte, was vor einem Monat noch die Steffi in den Händen gehalten hat und ja, dann zu Rebuy zurückgeschickt hat, weil es eben nicht die Ausgabe ist, die sie haben wollte. So, und jetzt muss ich einfach mal sagen, dass ich das unverschämt finde, dass dieses Buch unter der Ausgabe, unter der anderen Ausgabe bei Rebuy gelistet wird. Dieses Buch hier, diese Ausgabe, die hier ist, hat 12 Euro neu gekostet. Auf Rebuy kostet der ganze Spaß 14 Euro. Das sind also schon mal 2 Euro mehr, als diese Ausgabe neu gekostet hat. Die andere, neue deutsche Ausgabe mit dem schönen Cover, die ich euch eingeblendet habe,
Die hat neu mal 12 Euro, glaube ich, auch gekostet und ist aber einfach super vergriffen und überhaupt nicht mehr zu bekommen. Ja, die kriegt man einfach gar nicht mehr. Und dass Rebuy das dann hier so ausnutzt und dann halt Bücher unter dem Cover der neuen Ausgabe verkauft, die aber eigentlich dieses Cover hier haben. Und das ist das einzige Exemplar, was vorhanden war. Also es gibt es auch aktuell nicht mehr auf Rebuy. Finde ich nicht in Ordnung und dann auch noch teurer als der Neupreis. Ja, muss man, finde ich nicht cool. Finde ich nicht cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, dass ich noch irgendwie es schaffe, die neue deutsche Ausgabe davon zu bekommen. Diese Ausgabe geht aber auf jeden Fall an Rebuy zurück. Finde ich einfach irgendwie beschiss. Und ich weiß, dass in den AGBs von Rebuy steht, dass wenn man bestellt, halt nicht immer dass dieselbe Auflage oder dasselbe Cover bekommen muss, wie das da halt abgebildet ist. Das weiß ich und das ist auch schon häufig so gewesen und das ist auch in Ordnung. Aber wenn nur ein Exemplar von einem Buch vorhanden ist und dann dafür ein falsches Cover zu listen, ja, kann man machen, muss man aber nicht, ne? Naja, egal, hoffen wir mal, dass das letzte Buch dann noch deutlich guter, besser aussieht. Und das ist Das Lied der Wächter, das Erwachen. Auch ein Buch, was ich in meiner Wunschliste gezeigt habe. Hier von Thomas Erle. Das sieht sehr, sehr gut aus. Da kann man nicht meckern. Da ist eine Leserille drin, aber die sieht man gar nicht. Also es sieht gut aus, das Buch. Es sieht wirklich schön aus. Eine schöne Ausgabe, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, in dem Roman, und das ist eine Trilogie, glaube ich, entweder es ist eine vierteilige Reihe oder eine Trilogie, es geht um den Schwarzwald. Ja, es geht um den Schwarzwald hier in Deutschland. Und zwar ist vor 16 Jahren ein Atomunglück im Schwarzwald passiert und seitdem ist der Schwarzwald unbewohnbar. Und jetzt, 16 Jahre später, sollen halt eben von der Regierung die ersten Bürger dort wieder angesiedelt werden, weil die Regierung sagt, da es ist sicher. Ja, es ist aber überhaupt nicht sicher im Schwarzwald und eine dunkle Bedrohung, eine geheimnisvolle Macht, irgendwas lauert im Schwarzwald und ich finde, das klingt super cool, so ein bisschen postapokalyptisch, Science-Fiction, irgendwie so, klingt richtig toll, hab ich Bock drauf auf das Erwachen und ja, das klingt doch wirklich gut, ich bin mal gespannt, ich freue mich drauf. Und das waren sie, das Paket ist leer, das waren alle 5 Bücher, die ich bestellt habe, ich zeig sie euch nochmal kurz, ja, ich bin so mittelzufrieden, also mit City of Ashes war Wahnsinn, das sieht einfach grandios gut aus. Vollendet, nope, das ist nicht in Ordnung. Love, Simon finde ich auch gut. Das ist einfach nur Beschiss und Das Lied der Wächter sieht gut aus. Also ich würde sagen so 50-50 ungefähr, bei 5 Büchern gibt es ja nicht so ganz eine Mitte, aber da Love, Simon so in der Mitte ist, würde ich sagen 50-50 ist die Ausbeute hier. Ich glaube, das ist die schlechteste Ausbeute, die ich jemals hatte bei einem Rebuy-Unpacking. Ja. Was soll ich noch groß dazu sagen? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe halt vielfach auch schon immer von euch in den Kommentaren gelesen, dass viele immer negative Erfahrungen auch mit Rebuy gemacht haben. Ich persönlich hatte noch nie negative Erfahrungen mit Rebuy. Das würde ich jetzt aber als negative Erfahrung bewerten. Ja, gut. So viel dazu. Mehr kann ich an dieser Stelle hierzu eigentlich auch nicht sagen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.